Ja, willkommen zurück in Noobs Grabkammer bei Indiana Jones und der Turm von Babel. In der letzten Folge haben wir ja hier nach diesem Zahnrad gejagt, was wir hier an die Schildkröte eingesetzt haben. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir diesen Block so einfach in den Fahrstuhl geschoben bekommen. Beziehungsweise ob uns das überhaupt was bringt. Ja. Okay, es hat uns was gebracht. Jetzt komme ich zwar nicht mehr an den Knopf hier ran. Können wir mal gucken. Ah, das wird auch zu hoch sein. Zum Springen. Aber wir wissen ja, dass wir letztes Mal hier auch mit der Peitsche runtergesprungen sind. Und in den Tod, vielleicht kommen wir jetzt aufs Gegengewicht. Thema Gegengewicht. Jetzt haben wir bloß das Problem. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ne? Da, von da aus. Bin ich da hochgekommen? Dachte ich zumindest, oder? Nee. Nein, nein, wir sind anders da hochgekommen. Wir sind hier im Schwebedings nach oben gelangt. Hm. Genau, Schwebedings. Schwupp, schwupp. Und dann hat man hier die Peitsche genommen und sind gestorben. Warum höre ich eigentlich das Geräusch noch? Eingesteckt. Ja, kurz speichern und wieder laden. So, ich habe jetzt das ganze Ding nochmal gespielt, bis hierher, den ganzen Level, weil ich leider nicht richtig zwischengespeichert hatte. Denn dieser Sound wollte partout nicht weggehen, auch wenn ich den Spielstand von hier wieder reingeladen habe. War ein Dauersound und der hätte uns bis zum Ende des Levels begleitet und das wollte ich dann euch doch nicht antun. Deswegen habe ich das jetzt durchgerascht, habe aber nicht alle Waffen und Schätze eingesammelt, die es hier so gab, sondern habe erstmal das so mitgenommen, was am Wegesrand lag und sowieso genommen werden musste. Ne? Deswegen sieht es jetzt nicht ganz so gut in der Kasse bei Indy aus wie vorher, aber ja, zumindest ist der Sound normal. Jetzt nehmen wir die Peitsche und versuchen mal unser Glück hier drüben. So, aufgepasst. Uah. Kommt schon wieder so ein Ding. Okay. Weg damit. Ich hoffe, jetzt können wir uns hier in Ruhe umschauen. Oder gibt es noch mehr von den Viechern? Nehmen wir ein kleineres Kanon. Oh. Da hinten noch so ein Ding. Oder ist das was Normales? Ja, ich glaube, das ist noch so ein Ding. Hoffentlich haben wir genug von den Munition. Die Panzerfaust. Oh Mensch. Muss man vorsichtig sein, hier fehlt ein Schlüssel. Ich hoffe, das waren erstmal die Freunde hier. So. Sieht nur ein bisschen weit aus. Man könnte es ja mal probieren. Mal. Ja, okay. Wer hätte das gedacht? Kann ich hier hangeln? Mal springen? Weiß ich nicht, bringt nichts.
weiß zwar nicht, ob Angeln was bringt, weil es sieht da drüben gar nicht so aus, aber versuchen es mal. Weiß auch gar nicht, wo wir überhaupt hin wollen, aber wir klettern erst mal ein bisschen hier umher, sehen, was passiert. Aha. Das Wasser. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier rüber überhaupt geangelt werden muss. Wahrscheinlich nicht. Gucken, was hier an der anderen Seite ist. Da könnte ich jetzt darüber hangeln. Das wäre eine Endlos-Hangelei. Nö, das ist nicht von Vorteil, also gehen wir wieder zurück. So. Okay, da kann man Block rausziehen, hier kann man schwimmen. Oh. Lange keine Fischis mehr gehabt, das Wasser kann man bestimmt ablassen. Aber wozu? Beziehungsweise ist hier drüben noch was? Bringt es was darüber zu kommen? Ne, da kommen wir ja her. Dann ziehen wir erstmal an dem Stein hier. Na komm. Ja. So, erstmal gucken, bringt es was, das Ganze rüberzuschieben? Nee, aber vielleicht ist ja noch dahinter was, muss auch noch mal gucken. Ah ja, ein Fahrstuhl. Wird der wieder raufführen? Ist das unser? Das ist unser Block, den wir jetzt hier runter geschafft. Ach so. Stehe. Weiß nur noch nicht, was wir mit dem eigentlich wollen. Aber für irgendwas wird es gut sein. Schieben wir mal auf die andere Seite. So lang, wie es nicht mehr geht. Zu wenig Platz zum Rangieren. Okay. Was ist dort unten eigentlich? Ah, das müssten wir aufkriegen, damit wir hier hochkommen. Naja, zoomen wir jetzt mal hier. Sehen, wenn wir jetzt hier hochsteigen. Wenn uns das irgendwo helfen würde. Naja, dann nehmen wir jetzt mal hier das raus. Und versuchen mal. Erstmal jetzt hier umzuschauen. Ah, da sind noch ein paar Fische. Ah, Mist. Oh, da ist auch noch mehr von dem Viechzeug. Ja.
So ist mir aber mal gut, oder? Wow. Runter mit dir. In die Tau. Okay, den darf man nicht zu nahe kommen. Drüben war es so, als hätte ich da einen Schatz gesehen, aber. Ah ja. So, sehen, ob ich jetzt hier wieder rauskomme. Wirklich sind kommen. So. Muss man hier erstmal irgendwo hinschwimmen, wo wir raus können, und dann kann man ja vielleicht, aber auch nur vielleicht, einen Gruß schicken. War der woanders? Hängt er jetzt an der Decke? Nee, das ist scheinbar. Sehr merkwürdig. Verschwunden. Naja, da unten kann man tauchen. Vielleicht müssen wir erstmal in das Loch. Hier drüben komme ich nicht raus aus dem Wasser. Ne? Das ist die einzige Stelle. Ich könnte hier drüber springen. Von hier aus. So ein bisschen schräg. Vielleicht schaffe ich es hier hoch. Die zwei sind weg auf jeden Fall. Quatsch, steck das mal wieder weg. Ich wollte eigentlich das mal gucken, was das hier ist. Vorsicht. Sieh sich einer das an. Genau, sieh sich einer das an. So. Darüber komme ich von hier aus nicht. Ich muss doch tauchen, wie es aussieht. So, dann gucken wir erstmal hier ganz unten. Oh. Okay. Und jetzt durch den kleinen Eingang hier. Oh, ein Hebel. Thank you.
Aha. Okay. Sehen, vielleicht können wir dadurch jetzt auf den seinen Kopf rüberspringen auf die andere Seite. So ist es wahrscheinlich gedacht. Jawohl. Das sieht interessant aus. Hallo. Ich kann sie nicht öffnen. Ich kann ja so ringsrum sausen, aber muss aufpassen, dass ich keine gemischt kriege. Mal abwarten, bis er. Hey! Ein Verbandskasten. Nicht weiter, aber hier ist eine brüchige Wand. Was haben wir denn hier? Eine Statue. Sehr gut. Hier kommen wir herauf. Hier ist nix. Zoomen wir mal. Machen. Vielleicht trifft er uns da weniger. Ah, okay, da ist ein. Was für eine Peitsche. Na gut, dann nochmal Peitsche. Die Frage, ob mich die Kugel durchtreffen kann. Nee, das ist abgeschirmt. Ne? Rüberspringen. Hat das jetzt was gebracht? Komm ich da hin? Ja. Und noch einmal. Schwupp. Müssen wir wahrscheinlich im Rutschen springen. Ah, ein Glück. Oh, jetzt können wir dahinter oder mal gucken, was das hier ist. Ah, da kann ich
aufwärts. Ist die Kugel. Die Dinger kann man zur Seite schieben. Genug Platz. Kann ich nicht drauf schieben. Das sah doch nach einem Schalter aus. Gut, das geht nicht auch genug nicht Platz. Zu wenig Platz zum Rangieren. So, hier war ein Schalter, den man drücken kann. Okay, lass uns mal noch zwei, dreimal blitzen, vielleicht erwischt es die anderen auch noch. Köpfe sind wir jetzt quasi geschützt. Jetzt machen da irgendwelche Schieber auf. So. Mhm. Auch den anderen grauen? Ja. Ja, jetzt läuft es Wasser. Okay, dann würde ich sagen, jetzt ist die Kugel harmlos und beim nächsten Mal erforschen wir dann da unten weiter, wie es weitergeht. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.